So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Heute mal ein ausrüstungstheoretisches Thema. Ich wollte ursprünglich das Ganze gerne im Wald erzählen, da wäre aber auch nur rumgesessen. Jetzt mache ich es doch im Keller, einfach deswegen, weil wir kommen ja gerade aus der Schweiz. Und das führt dazu, dass wir so hoch unterwegs waren, also so super hoch jetzt auch wieder nicht, aber doch hoch genug, dass es ordentlich kühl gewesen ist, also verglichen mit den Temperaturen, die wir jetzt hier gerade haben. Und es ist mir schlicht zu heiß. Im Wald ist zwar ein bisschen angenehmer als hier unten im Dorf, aber bis ich im Wald ankomme, es ist mir wirklich schlicht zu heiß. Ich habe jetzt gerade ein kleines Akklimatisierungsproblem und hier im Keller ist es auch relativ schön kühl. Ungefähr so Bergtemperatur. Ne? Ich bin gefragt worden und das kam mir sehr entgegen und das ist ein Thema. Also manchmal fragt ja jemand was, da habe ich gerade richtig Lust zu, das dann auch gleich eben entsprechend zu, uppala, das ist nicht mehr aktuell, die Rückseite, ich recycle Blätter. Ne? Eigentlich geht es um das da. Ja, manchmal fragt eben einer was, dass gerade was ist, wo ich richtig Lust zu habe, was zu erzählen. Und in diesem Fall war das jetzt, ob ich nicht mal einen Vergleich machen möchte. Hängematte, Zelt und Tarp, also so die drei großen Schlafsysteme im Grunde. Also die drei großen Unterkunftssysteme, die für die meisten Outdoor-Aktivitäten in Frage kommen. Ne? Man könnte theoretisch das Ganze noch ergänzen, um das Tarpzelt oder Tarptent, wie der Englisch sprechende sagt, kann man sich aber selber ausrechnen. Ne? Das ist ein Zwischending zwischen Tarp. Es ist halt ein zeltartiges Tarp, das ein bisschen zeltiger ist. Die Eigenschaften verschieben sich dann entsprechend ein bisschen in Richtung Zelt. Das kann sich jeder selber ausdenken. Da muss ich jetzt nicht so tun, als wäre das jetzt ein ganz eigenes Konzept, das völlig selbstständig und losgelöst von Tarp oder Zelt existiert und was ganz eigenes ist. Das ist es nicht. Das nächste, was man auch theoretisch hätte ansprechen können, ist der Biwaksack für Alleinübernachtungen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da halte ich so sehr von überhaupt gar nichts von. Wer das gerne machen möchte, super gerne, ja, ist überhaupt kein Problem. Aber ich hätte halt enorme Schwierigkeiten, da überhaupt irgendwas Positives zuzufinden. Das wird dem System sicherlich nicht gerecht. Und wer, wie gesagt, wer super Spaß dran hat, damit so einem Biwaksack durch die Lande zu ziehen und nur mit dem Biwaksack zu übernachten, super gerne, ja, ist überhaupt kein Thema. Nur ich kann da halt einfach wirklich nichts großartig zu sagen, weil sehe ich nicht ein. Ne? Bei Biwaksäcken, ganz kurz, um es zumindest mal grob angesprochen zu haben, für diejenigen, die sich da nicht auskennen, muss man unterscheiden zwischen im Grunde nur einer wasserdichten Hülle, die man um seinen Schlafsack zieht, also nochmal ein schlafsackförmiger Sack für den Schlafsack zum Rumpfstülpen, damit der Schlafsack eben wasserfest wird, weil diese Hülle ist im Regelfall wasserdicht. Also beziehungsweise das ist eine Option für gewisse Situationen, ja, für ein Notbiwak in zum Beispiel dem Gebirgen dieser Welt ist das eine ganz, ganz tolle Sache und wenn man da einen sehr, sehr leichten Biwaksack dabei hat, dann ist das auf jeden Fall eine Notoption und für viele, die im Gebirge unterwegs sind, ist, gehört der pflichtmäßig ins Wandergepäck und das ist auch gut, ja, das ist das eine. Aber standardmäßig grundsätzlich so ein Ding dabei haben und standardmäßig geplant mit sowas übernachten, kann ich nicht nachvollziehen, weil man liegt im eigenen Saft, da kann ja dann logischerweise überhaupt kein Schweiß, keine Körperfeuchtigkeit nach außen dringen, weil das Ding ist in beide Richtungen im Regelfall wasserdicht und wenn es das nicht ist, dann hat es immer noch eine miserable Atmungsaktivität, ja, selbst wenn das ein bisschen Atmungsaktivität hat. So, und dann gibt es noch Biwaksäcke mit Gestänge, mehr oder weniger, die dann also quasi so eine Mischung aus Biwaksack und Zelt sind. Das sehe ich auch überhaupt nicht ein, weil wenn ich was Zeltartiges haben möchte, dann nehme ich ein Zelt. Und wenn ich einen reinen Biwaksack haben möchte, dann nehme ich einen reinen Biwaksack und dann soll der auch schön leicht sein. Und da kommt noch erschwerend dazu, dass zum Beispiel diese Militär-Gore-Tex-Biwaksäcke mit so einem Gestänge, dass man im Kopfbereich also Platz hat. Die sind beliebt in der Buschkraftszene und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, nochmal. Ich kann hier nur meine Erfahrungen wiedergeben und meine persönlichen Vorlieben spielen dabei selbstverständlich eine Rolle. Ich versuche das gleich so objektiv wie möglich zu machen, aber es spielt eine Rolle. Alles andere wäre einfach gelogen. Ja?
Und da sehe ich es nicht ein, weil die Dinger sind so schwer. Da gibt es Zelte, die wiegen weniger und die haben viel mehr Platz und die schützen genauso, mindestens genauso gut vom Wetter. Und deswegen sehe ich ehrlich gesagt nicht, aber wer das gerne in die Kommentare schreiben möchte, wozu so ein Biwaksack gut sein soll. Wo da jetzt der Selling, Unique Selling Point sitzt, ja, wie man in der Wirtschaft sagt. Ein Produkt sollte irgendeine Eigenschaft haben, die den Kauf rechtfertigt, weil es von anderen Produkten so sehr abhebt, dass man das halt jetzt auch noch haben muss. Wozu man so einen Biwaksack nimmt und dann noch einen Tarp drüber spannt, damit man dann besser ein- und aussteigen kann, ohne nass zu werden. Das ist nämlich so ein Punkt. Wenn du bei dem Biwaksack ein- oder aussteigst, regnet es dir in dem Moment rein. Wenn es gerade in dem Moment, wo du ein- oder aussteigst, stark regnet, kann es dir schon so sehr reinregnen, dass dein Schlafsack schon ordentlich Wasser zieht. Und wenn man dann noch einen Tarp drüber spannen muss, dann frage ich mich, aber gut, jetzt habe ich einen Tarp drüber gespannt, wozu brauchst du jetzt noch einen Biwaksack? Ja, also das ist so mein Killer-Argument, weshalb ich nicht verstehe, wozu die gut sein sollen. Ja, aber klärt mich bitte gerne auf. Ja, also diese ganze Leier jetzt, um eben darauf hinzuweisen, dass ich Biwaksack nicht als mögliche Shelter-Alternative hier jetzt eben weiter aufführen werde. Aber für wen das eine ist, ja, aber gut. So, stattdessen Zelt, Hängematte, Tarp. So, Punkt 1, Gewicht. Schwierig zu sagen teilweise. Im Fall von Zelten ist es so, da gibt es natürlich eine unglaubliche Bandbreite. Das Himalaya-taugliche, egal was für ein Sturm kommt, es bleibt stehen, Zelt, ist was anderes als das, im Grunde brauche ich eigentlich das Ding mehr als Schattenspender und es muss noch nicht mal unbedingt wasserdicht sein, Zelt. Ja, auch das gibt es für manche Regionen der Erde, dass sowas möglicherweise sogar Sinn machen wird. Und entsprechend sind die Gewichtsunterschiede. Man kann dann für ein 3-Personen-Himalaya-taugliches oder Arktis-taugliches oder auch Antarktis-taugliches Zelt gerne mal 5 Kilo veranschlagen, auch heutzutage noch, aber das übersteht halt jeden Sturm. Ja? Andererseits ein 1-Personen-Zelt und ich habe jetzt die Gewichte jetzt größtenteils einfach immer für eine Person ausgerechnet und da gibt der Markt her inzwischen, technischer Fortschritt, ne, vor ein paar Jahren sah das auch nochmal anders aus, also vor 20 oder so, aber der technische Fortschritt führt dazu, dass wir inzwischen 1-Personen-Zelte mit 1,5 Kilo schon als relativ schwer ansehen müssen. Technischer Fortschritt eben entsprechend. Die sind dafür allerdings dann schon sehr preiswert, aber zum Preis kommen wir am Schluss. 1,2 Kilo ist sicher für ein handelsübliches Ein-Personen-Zelt klassischer Art, also sprich mit Innenzelt und mit Stöcken, die schon im Set dabei sind, ohne dass man irgendwelche externen Stöcke, die man noch anderweitig als Trekkingstock zum Beispiel verwendet, einbauen muss. Da sind wir dann bei so ungefähr 1 bis 1,2 Kilo bei klassischen Zelten. Dann gibt es noch diese Ultraleichtzelte. Ich möchte sie kurz erwähnen. Die kosten den Arsch voll Geld, werden für die allermeisten von uns kein Thema sein, inklusive für mich. 500 bis 600 Gramm. Ja. Aber die kosten wirklich 800 Euro aufwärts, gerade in Deutschland, wenn man sie irgendwo anders her importieren muss, weil wir haben sowas in Deutschland überhaupt nicht, zahlt man noch enorm viel Steuern und Zoll drauf und dann ist man, wenn es dumm läuft, tatsächlich bei 1000 Euro für so ein Zelt. Ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten das nicht ausgeben wollen, aber das wäre dann super, super, super krass leicht, insbesondere für ein Zelthaken. Das Ding hat dann kein Innenzelt, das bedeutet, es ist nicht besonders, man ist schon windgeschützt, aber gewisser Zug herrscht, wenn Wind geht und ja. Bei Zelten wäre noch zu erwähnen, die gibt es natürlich auch für mehr als eine Person. Beim 2-Personen-Zelt hat man dann ganz schnell eine prima Gewichtsverteilung, weil man ja nur ein 2-Personen-Zelt mitschleppt. Und wenn das Zelt, sagen wir mal, 2,2 Kilo wiegt, dann trägt jeder umgerechnet auf die anderen Sachen, die man sich sonst irgendwie ein bisschen teilt, trägt jeder quasi nur 1,1 Kilo. Und sind wir wieder bei circa 1 Kilo pro Zelt. Beim 3-Personen-Zelt kann es noch mal ein bisschen besser sein, weil ein 3-Personen-Zelt nicht zwingend jetzt noch mal 1 Kilo schwerer ist, sondern lediglich noch ein paar Gramm schwerer als ein 2-Personen-Zelt. Weil die Stange muss nur ein bisschen länger sein, es muss nur ein bisschen mehr Stoff dazukommen
Und das führt dazu, dass man meistens mit einem 3-Personen-Zelt am gewichtseffizientesten pro Person unterwegs ist. Und da kommt man auch mit einem klassischen Zelt auf leicht 800 Gramm pro Nase oder auch wirklich nur 600 Gramm pro Nase, je nachdem, was das halt eben für ein Zelt ist. Mit 4-Personen-Zelten geht das Spiel dann nochmal ein Stückchen weiter. Je nach Modell kann man da aber dann auch wirklich auf 500 bis 600 Gramm pro Nase theoretisch kommen. Aber das wäre dann schon ein sehr, 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 sehr leichtes und für ein 4-Personen-Zelt vielleicht schon ein bisschen gewöhnungsbedürftiges Zelt. Aber es geht. So, Hängematten habe ich meine kleine Marktanalyse gemacht, was ich so gefunden habe. Geht von 400 bis 600 Gramm bei den allermeisten Matten. Basismatte. Hat sie dann noch ein Mückennetz, kann man nochmal 100 bis 200 Gramm obendrauf schlagen. Da wären wir dann also bei einer 500 bis 700 bis 800 Gramm Matte an sich. Hängt nochmal ein bisschen davon ab, wie viel sonstige Zusatzfunktionen die noch haben, ob die noch einen Reißverschluss haben, für eine unten drunter sich befindliche Einschubhülle, wo man eine Isomatte reinstecken kann, beispielsweise. Das wiegt, ein Reißverschluss wiegt immer relativ viel. Ob das Tarp im Set gleich dabei ist, ist nochmal eine andere Frage. Kann so sein, wenn es das nicht ist, kann man irgendein anderes Tarp verwenden und muss dann aber halt in jedem Fall für ein Hängematten-Setup, dass man es auch bei möglichem schlechten Wetter verwenden möchte, muss man auch das Tarp, wie gesagt, noch dazu rechnen. Ein Tarp, gehen wir mal davon aus, dass es 300 bis 800 Gramm ungefähr wiegt. Es gibt auch noch Tarps für ein Kilo. Da sehe ich allerdings nicht, wozu das gut sein soll. Aber gibt es. Gibt es. Ja? Wer das gerne hat und wer gerne ein super robustes Tarp haben möchte, bitte gern. Dann kann man es gleichzeitig noch als Bodenplane verwenden zum Beispiel. Das ist so einer der Gründe, die ich schon gehört habe, weshalb das Tarp besonders robust sein soll. Ja, und für das Tarp selber 300 bis 800 Gramm für das Tarp, genau wie bei der Hängematte quasi. Es gibt theoretisch noch leichtere Optionen für ein noch leichteres Tarp. Das wäre zum einen, dass man sich es eben aus Dyneema zusammenflicken lässt oder selber zusammenflickt. Das ist dieser super, super tolle Segelstoff ursprünglich, der jetzt das leichteste Outdoor-Gewebe aller Zeiten ist. Nichts ist stabiler für sein Gewicht. Da kommt man dann vielleicht auch auf ein 200 Gramm Tarp mit dem Zeug. Und es gibt nochmal leichtere Alternativen. Da kann man sich aber dann sehr gerne kloppen, ob das in Richtung Stupid Light geht. Also nicht Ultra Light, sondern Stupid Light. Weil da brennst du vielleicht dann mit einem 100 Gramm Tarp rum, aber das Ding ist auch wirklich nicht mehr besonders reißfest. Und wenn da entsprechend Wind geht, dann fliegt einem das Teil gegebenenfalls auseinander. Und das möchte man dann sicherlich nicht. Und ich glaube, für Windstabilität nochmal statt 100 Gramm 300 Gramm zu schleppen, ist das ein guter Deal. So meine persönliche Einstellung. Aber wer das gerne anders machen möchte, bitte, ist in Ordnung. Man braucht beim Tarp, also man braucht nicht, aber die meisten haben eben noch eine Bodenplane. Da gibt es die leichteste Alternative, die ich erst neulich mal kurz vorgestellt habe, aus Polycryo-Plastik. Irgendwie sonst wie, sieht aus wie Frischhaltefolie, fühlt sich an wie Frischhaltefolie, ist aber ein großes Stück wasserdichte Folie, das auch ein kleines bisschen vor spitzen Gegenständen am Boden schützt. Allerdings wirklich nur ein kleines bisschen. Dafür wiegt das Teil 50 Gramm für eine Person und du hast dann noch reichlich Platz drauf. Ja, dann gibt es noch die nächste Alternative, ist Tyvek. Wiegt so ungefähr ein Stück für eine Person circa 80, 90 Gramm grob. Als nächstes kommt die Baumarktplane. Da ist man dann mit 120 Gramm etwa dabei. Wenn es eine sehr leichte Baumarktplane ist. Und man kann aber, wenn man mag, auch die gute alte Elefantenhaut mitnehmen. Die ist unzerstörbar. Da kannst du übernachten, worauf du auch immer möchtest. Völlig egal. Wiegt dann aber halt 400 Gramm. So, und wenn man jetzt ein 800 Gramm Tarp und eine 400 Gramm Elefantenhaut mitschleppt, ist man bei 1,2 Kilo und dann ist genauso schwer wie ein Zelt. Hat man hingegen ein 300 Gramm Tarp und meinetwegen eine 50 Gramm Bodenplane, also die Frischhaltefolie-Variante, dann ist man bei 350 Gramm und das schafft selbst das teuerste Ultraleichtzelt aller Zeiten nicht. Und das Tarp kostet dann vielleicht 10%, wenn überhaupt, von dem, was das teuerste Ultraleichtzelt aller Zeiten kostet. Kann man sich also so ein Tarp durchaus mal überlegen. Also jetzt rein Gewichts-zu-Geld-Verhältnis. Einsatzgebiet. Das ist jetzt auch nochmal ein Thema, was ein bisschen länger dauern könnte. Beim Zelt haben wir eigentlich nur eine einzige Einschränkung. Zelt macht keinen Spaß, wenn wir es mit sehr, sehr, sehr hohen Luftfeuchtigkeiten zu tun haben, weil an der Innenwand vom Zelt
kondensiert gerne die Luft, die heiße Luft, die heiße, feuchte Luft, die wir als Mensch nun mal unweigerlich abgeben, auch im Schlaf, und wird dann logischerweise zu sowas wie Tau. Und wenn das ganz viel ist, dann tropft er irgendwann runter. Dann tropft er aufs Innenzelt, sofern es ein Innenzelt gibt. Im Idealfall läuft er dann am Innenzelt entlang und tropft uns nicht ins Zelt rein, weil das Innenzelt auch eine gewisse wasserabweisende Eigenschaft hat. Und alles ist gut, bis man nicht ans Innenzelt rankommt. Wenn man genug Platz im Zelt hat, passiert das auch nicht und dann ist schön. Wenn jetzt aber wirklich jede Menge Kondenswasser auftritt und es ständig aufs Innenzelt tropft, dann weicht das irgendwann auch durch, also zumindest bei den meisten. Und irgendwann tropft es einem dann auch ins Zelt und dann hat man eine Tropfsteinhöhle und dann hat man keinen Spaß. So, und deswegen würde ich sagen, bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit, beispielsweise im tropischen Regenwald, macht ein Zelt keine Freude. Man kann damit übernachten, aber man hat da keinen Spaß und da möchte ich von abraten. In jedem anderen Klima, das es sonst so gibt auf dem Planeten, ist ein Zelt entweder die einzige Option oder zumindest eine mögliche. So. Hängematte. Hängematte hat einen wesentlichen Vor- bzw. Nachteil, es hängt von der Situation ab, aber eine grundsätzliche Eigenschaft, die man bei der Hängematte im Hinterkopf behalten sollte bei ihrem Einsatzgebiet, ist, dieses Ding braucht Bäume. Also, Tundra geht nicht, Hochgebirge geht nicht, Wüste geht nicht. Halbwüste, schwierig. Gebiete mit nur vereinzelt Bäumen und nur kleinen Wäldchen zwischendurch, dann ist man eben darauf angewiesen, genau diese auch als Lagerplatz zu nehmen. Geht dann zwar, kann einen aber gegebenenfalls entsprechend einschränken. Es gibt meines Wissens keine Lösung, irgendwie einen Hängemattenständer noch zusätzlich mitzuschleppen, der wäre einfach viel zu schwer. Das heißt, man braucht Bäume oder Sträucher oder für diejenigen, die mit dem Auto oder ähnlichem unterwegs sind oder mit einem großen Camper sogar und noch zusätzlich da dann irgendwelche Teile von dem Ding eine Hängematte dranhängen können, da ist das dann noch eine Möglichkeit, ja. Aber ansonsten braucht man Bäume. Das ist auch schon der Knackpunkt. Außerdem, das Teil ist jetzt nicht das allerwärmste Schlafsystem und vor allen Dingen bei Gegenden mit sehr, sehr, sehr starkem Wind mag man vielleicht ein bisschen was Windgeschützteres als eine Hängematte haben, mit der man dann in besagtem Wind genau noch rumschaukelt. Auch wenn man da noch einen Tarp drüber spannt, das einen gewissen Windschutz bringt. Wir reden hier von starkem Wind und da mag eine Hängematte vielleicht zwar theoretisch möglich, aber sicherlich nicht besonders lustig sein. Ja, außer man schaukelt gerne und hat es gerne kalt, wenn es noch zusätzlich kalter Wind ist. Das sind also so die beiden wesentlichen Einschränkungen. Hat man Bäume und es geht nicht besonders starker Wind, dann ist eine Hängematte durchaus eine valide Variante. So, das Tarp kann theoretisch fast überall, weil es halt eben als universelle, aufspannbare, abspannbare, hinhängbare oder auch nicht Plane fast überall eingesetzt werden kann. Theoretisch kann man auch im Winter unterm Tarp pennen, theoretisch kann man sogar in der Arktis unterm Tarp pennen. Man muss halt nur ein verdammt harter Hund sein, aber gehen tut das. Sturmstabil kann man es so aufbauen, dass es maximal sturmstabil ist. Da gibt es auch keine Begrenzung. Man kann es sehr locker und sehr hoch aufbauen, wenn man Angst vor Kondenswasser hat, dann ist das Problem auch gelöst. Also ich würde nicht sagen, dass es irgendeine Situation gibt, bei der ein Tarp überhaupt nicht funktioniert. Wenn es sehr, sehr, sehr kalt wird, hat man einfach nur keinen Spaß. Und mir wäre das zu knallhart. Ganz ehrlich, das wäre mir zu knallhart. Aber es gibt so Leute, die können das theoretisch tun. Also rein vom System her gibt es keine absolute Einschränkung. So, dann das Thema Wärmerückhalt, beziehungsweise wie warm sind die jeweiligen Systeme, das drösel ich nachher nochmal ein bisschen näher auf, aber da kann man ganz simpel im Grunde sagen, ein konventionelles Zelt mit Innenzelt, das nicht nur aus Mückennetz besteht, ist warm. Das sorgt zusätzlich für ein paar Grad mehr Temperatur im Zelt als außerhalb vom Zelt. Je nachdem, was man vorhat, ist das ein Vorteil. In Grönland zum Beispiel haben wir davon sehr profitiert und uns war das sehr recht, dass unser Zelt diese Eigenschaft hatte. So, auf Grönland. Weiß immer nie, wie das genau korrekt ist. Egal. Ist eine Hängematte in irgendeiner Form wärmer, als sonst irgendwie in der Landschaft rumzusitzen? Meiner Erfahrung nach kaum bis überhaupt nicht.
Theoretisch hat man ja ein bisschen mehr Stoff am Körper. Manche Hängemattenstöffe sind auch so ein bisschen windabweisend. Aber dafür hängst du halt auch mitten im Wind drin und wirst von allen Seiten vom Wind umweht. Mehr oder weniger. Das kann man natürlich etwas reduzieren, dadurch, dass man das Tarp dann relativ eng an die über der Hängematte spannt. Und da geht ein bisschen was, aber es bleibt trotzdem ein ziemlich windzirkulierendes System. Das kann auch Vorteile haben, wenn es nämlich nicht kalt ist. Aber dass eine Hängematte besonders wärmt, würde ich wirklich nicht behaupten wollen. Wer anderer Meinung ist, darf gerne widersprechen. Ich würde sagen, wärmt eine Hängematte? Nein. Wärmt ein Tarp? Nein, aber immerhin kann man so aufbauen, dass man ziemlich windgeschützt ist. Nicht 100%, dafür geht dann doch ein bisschen zu viel unten unterm Rand durch, aber doch stark windgeschützt ist möglich. Und das wiederum mag dann einen gewissen Wärmebonus, gefühlter Wärme, bringen. Ne? Also bisschen. Zelt ja, Hängematte nein, Tarp bisschen. Wie schaut's aus mit der Luftzirkulation, dem Kondenswasserproblem? Wer mal draußen übernachtet hat mit irgendeinem Dach über dem Kopf, hat eventuell schon mal Kondenswasser erlebt. Da muss man sagen, beim Zelt sicherlich das größte Problem vom klassischen Zelt ist das Kondenswasser. Das tritt beim einwandigen Zelt sogar noch mal ein bisschen mehr hervor, beziehungsweise wird eher zum Problem, weil halt das Innenzelt als zusätzlicher Schutz, bevor es zur kompletten Tropfsteinhöhle kommt, fehlt. Beim doppelwandigen Zelt ist auch die Luftzirkulation gegebenenfalls ein wenig besser. Da ist es nicht ganz so dramatisch. Aber wenn es ein Problem bei Zelten gibt, dann ist es eben dieses elendige Kondenswasser. Ich hatte da auch schon viel Freude mit, also nicht. Und wirklich viele Nächte gehabt, wo einem das richtig auf die Nerven geht. Gerade auch wenn man im Wald übernachtet mit dem Zelt, sofern man das darf, hat man oft sehr viel Kondenswasser, weil der Waldboden morgens dazu neigt, durchaus jede Menge Tau, beziehungsweise auch ein bisschen Nebel und so weiter und so fort zu bilden. Und das bleibt einem alles am Zelt hängen und das kann dann schon sehr nervig sein. Also das ist auf jeden Fall nicht gut. Gibt Zelte, die machen das für ein Zelt ziemlich gut. Gibt Zelte, die machen das für ein Zelt besonders schlecht. Es ist immer ein Thema. Es ist einfach immer ein Thema. So. Bei der Hängematte überhaupt kein Problem, weil die hängt ja so luftig locker in der Luft, dass da die Luft wunderbar zirkulieren kann. Und es wäre theoretisch möglich, dass man an seinem Tarp über der Hängematte auch mal ein paar Tropfen Kondenswasser findet. Aber ich habe noch nie gehört, dass das bei irgendeinem Hängemattenschläfer mal zum Problem geworden wäre. Also zum richtigen. Beim Zelt, wie gesagt, sehr wohl möglich und immer nervig. Und beim Tarp, es hängt davon ab, wie man das Ding aufbaut. Macht man einen sehr tiefen Aufbau, sehr nah am Boden und legt sich da drunter und hat mit dem Kopf nur so viel Abstand zur Plane, dann ist es ein Thema. Bei allen anderen Varianten eigentlich nicht. Also vielleicht ein bisschen Kondenswasser. Problemchen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt schon wieder und das ist der Schlafplatz. Also was sind die Anforderungen für den exakten Platz, an dem man sich jetzt niederlassen möchte? Nicht die Region, also dass die Bäume hat beispielsweise, sondern wirklich für den Platz speziell. Und da muss man sagen, beim Zelt brauchen wir einen ebenen, zumindest ein bisschen trockenen, also halbwegs trockenen Boden wäre schön, Ort. Weder die Möglichkeit bietet, dass man Heringe in den Boden kloppen kann, oder man hat halt ein freistehendes Zelt dabei. Dann hat man diese Anforderung nicht so sehr, wird aber trotzdem ein bisschen das Ganze abspannen wollen. Also das muss man nochmal unterscheiden zwischen freistehend und eben nicht freistehend. Aber wir brauchen auf jeden Fall einen ebenen und zumindest ein bisschen trockenen Platz. Bei der Hängematte, das ist natürlich sehr, sehr luxuriös. Aus meiner Sicht einer der größten Vorteile der Hängematte. Ist völlig scheißpups egal, was für ein Untergrund. Hauptsache stehen da Bäume rum und in dem Moment kommt man auch schon zurecht. Hängematte ist damit das einzige System, mit dem man auch wirklich an einem krassen Hang übernachten kann. Aha. Muss man beim Aufstehen vielleicht aufpassen, dass man nicht gleich in dem Moment runterpurzelt, wo man die Hängematte verlässt. Aber es geht. Oder in einem Sumpf.
oder so Späße. Auch das geht. Und Hängematten, um es mal vorwegzunehmen, werden auch sehr, sehr gerne im Dschungel, tropischen Regenwald oder ähnlichem eingesetzt, eben weil man da nie trockenen und auch meistens vegetationsreichen und selten richtig flachen Boden vorfindet und auf dem Boden auch noch allerhand Getier unterwegs ist. Aber dazu kommen wir auch noch. Beim Tarp muss man sagen, ähnlich wie beim Zelt, wir brauchen einen ebenen Boden. Beim Tarp muss der ziemlich trocken sein im Idealfall. Wenn nicht, braucht man mindestens eine Unterlegsplane. Und auch dann sollte man auf jeden Fall bei der Wahl des Schlafplatzes mit dem Tarp darauf achten, dass da auch keine Fließbewegung von Wasser auf dem Boden stattfinden kann. Weil wenn einem das unter das Tarp läuft, läuft es einem auch auf die Plane. Ja, die ist jetzt nicht geeignet, um damit Bötchen zu fahren im stetigen Strom des Wassers, sondern dann hat man ein Problem. Es gibt Zelte, die das allerdings noch überstehen würden. Dadurch, dass die meistens eine hochgezogene sogenannte Bodenwanne haben, also Bodenmaterial, das an den Seiten noch hochragt, hat man ja wie in einer Duschwanne im Grunde ungefähr so diese Ausmaße, hat man eine gewisse Möglichkeit, sich auch bei Wasser, das unterm Zelt durchfließt, nicht gleich allzu nasse Ausrüstung entsprechend zu holen. Eine gewisse Möglichkeit. Schön ist das dann trotzdem nicht, aber das Zelt hebt das auf jeden Fall besser aus als ein Tarp. Das Tarp nämlich gar nicht. So. Außerdem muss man seinen Tarp noch irgendwie festmachen können. Das heißt, es wäre wieder schön, wenn man einen Boden hätte, wo man Heringe reinbekommt. Oder, und das ist jetzt die Alternative, man hat genügend Bäume. Also beim Tarp können Bäume durchaus auch sehr hilfreich sein. Zelt ist meistens zu sehr vorgegeben in der Art und Weise, wie man es aufzubauen hat. Und da kann man im Regelfall die Abspannschnüre selten an den Baum festmachen, sage ich jetzt mal. Selten. Kann mal sein, aber ist dann doch eher die Ausnahme. So, das Naturerlebnis ist im Zelt verglichen mit den anderen Systemen eher gering, weil du siehst nichts von der Natur, du hörst sie zwar noch, aber du siehst sie nicht mehr. Punkt. In der Hängematte kann man auf jeden Fall noch rausschielen. Wenn es eine mit Mückennetz ist, dann ist man schon ein bisschen abgeschottet und man hat schon auch eine Umhüllung um sich drumherum. Und je nachdem, wie man jetzt drauf ist, kann das einem schon so vorkommen, als hätte man damit einen geringeren Naturgenuss und ist weniger mittendrin statt nur dabei. Und kann so sein. Muss es nicht, das ist persönliche Wahrnehmung. Und deswegen würde ich mal sagen, Naturgenuss, Hängematte, mittel bis hoch. Und beim Tarp potenziell extrem hoch, wenn man da einen hohen Aufbau wählt oder nur so ein leichtes Schrägstach sich zusammenbastelt, dann ist man ja fast überhaupt nicht überdacht. Und hat quasi sämtlichen Blick in den Himmel, wenn man dann eben noch ein bisschen weiter außerhalb von seinem Schrägdach liegt. Also potenziell kann man da schon sehr, sehr viel machen. Oder man legt sich wirklich direkt vors Tarp und hat es nur deswegen aufgespannt, dass sollte der Regen kommen, dass man dann auch schnell drunter verschwinden kann. Das wäre dann auch ein maximal möglicher Naturerlebnis, Naturgenuss. Für viele von uns ist das ja wirklich ein Thema, dass wir gerne in alle Richtungen in den Wald gucken möchten, wenn wir schlafen oder nachts mal die Augen aufmachen, allein schon in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch ein Tierchen zu sehen bekommen. Irgendwie sowas in die Richtung spielt eine Rolle, ne? Gut, dann hätte ich noch die Legalität in Deutschland. Ist ein Zelt legal in Deutschland einfach so verwendbar? Nein! Ganz klares Nein, das ist klipp und klar verboten. Wildzelten ist nicht erlaubt. Mit geringen Ausnahmen, dass es eben Plätze gibt, an denen es doch erlaubt ist. Die muss man erstmal haben. Manchmal muss man die vorher reservieren und bezahlen. Muss man auch erstmal machen. Da muss man dann zum Beispiel in die Schweiz, nach Schottland, Teile der Schweiz, Schottland, geringfügige, aber nicht viele, Eckchen in Irland, in denen das so halbwegs geduldet ist. Skandinavien, ausgenommen Dänemark, so mit gewissen Einschränkungen. Und wie es in Osteuropa aussieht, weiß ich für die einzelnen Länder nicht. Aber das waren auch für Westeuropa, also für alles westlich von der Ostgrenze von Polen, waren das die einzigen Länder, die ich jetzt genannt habe, in denen man recht problemlos wild zelten darf. In allen anderen braucht man da irgendwelche, entweder Mut oder
Sonderregelungen oder halt einen Campingplatz. Ja, das geht selbstverständlich auch. Hängematte ist so ein Zwischending, ist nicht ganz so legal wie ein sehr locker und sehr hoch aufgehängtes Tarp, das nur als Dach dient. Das ist das legalstmögliche zum Übernachten draußen, habe ich jetzt gleich vorweggenommen. Die Hängematte ist, solange sie überhaupt kein Mückennetz hat und man noch nicht mal einen Tarp drüber spannt, auf jeden Fall auch absolut legal, also so legal wie überhaupt nur möglich draußen zu schlafen halt eben ist. Und da muss man sich keine Sorgen machen. Hat sie ein Mückennetz, ist sie im Grunde ja ein geschlossener Raum, abgesehen davon, dass ein Netz nicht besonders zu ist, aber trotzdem. Und wenn man dann noch einen Tarp drüber spannt, dann kann es, das muss zwar erstmal passieren, aber das kann möglicherweise vom einen oder anderen, der dann vor Ort feststellen muss, ob man jetzt Böses tut oder nicht, kann das als zeltartig angesehen werden und kann dann theoretisch ein Bußgeld kosten oder eben ein, oder in jedem Fall beides. Wenn es ein Bußgeld kostet, kriegst du auch einen Platzverweis nach sich ziehen. Ja? So, das war schon die Legalität. Die Sache mit dem Regen. Ist ein Zelt regendicht? Ich hoffe doch sehr. Wenn nicht, wieder umtauschen, zurückgeben, anstecken, verbrennen, was weiß ich. Das taugt dann jedenfalls überhaupt nichts. Von Zelten, die keinen Regen abhalten, halte ich mal so überhaupt gar nichts. Das ist kein Outdoor-Zelt, das ist Rock am Ring, Rock im Park, Wacken-Zelt, sowas in die Richtung. Wenn überhaupt. Und für sowas extra ein Einwegzelt anzuschaffen, halte ich auch für ein bisschen fragwürdig, aber gut. Lass mal so stehen. Ja, also ein Zelt ist selbstverständlich als Regenschutz durchaus brauchbar. Eine Hängematte ebenfalls wunderbar als Regenschutz zu gebrauchen. Da habe ich auch noch selten was Negatives gehört und mir leuchtet auch nicht ein, wo da das Problem sonst irgendwo liegen sollte. Man kann auch aus dem Ding aufstehen, wenn man einen Tarp drüber gespannt hat, ohne nass zu werden. Man kann dann unter dem Tarp, unter der Hängematte gegebenenfalls seinen Krempel deponieren, dann wird der auch nicht nass. Wenn jetzt nicht der Bach den Berg runterkommt, das wäre jetzt nochmal Voraussetzung. Aber da gibt es schon viele, viele Möglichkeiten. Oder man hängt den Rucksack mit Regenhülle an irgendeinen Ast, an irgendeinen Baum, der deutlich belaubt ist, dann ist der auch gut deponiert. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, also regengeschützt auf jeden Fall. Mit dem Tarp habe ich jetzt mal naja hingeschrieben, weil je nach Aufbau sehr, je nach Aufbau auch nur ein bisschen. Das hängt halt ganz, ganz, ganz stark davon ab. Das Ding ist wahnsinnig vielfältig. Dementsprechend gibt es Lösungen, die man gegen Regen sehr gut einsetzen kann. Gibt aber auch Lösungen, die gegen Regen eben nicht besonders gut geeignet sind. Da kann es einem auch schon mal gerne unters Tarp spritzen. Jedem der Tarpschläfer ist das ein oder andere Mal schon mal passiert. Aber ja, selbstverständlich kann man bei Regen auch wunderbar mit dem Tarp übernachten, wenn man dann weiß, wie. Aber das ist vielleicht doch mal für den Anfänger wichtig. Muss man wissen, wie. Muss man einen Plan haben. Muss man vielleicht das ein oder andere Mal schon mal geübt haben. Dann klappt das auch. Aber weniger gut und einfach in der Anwendung als Tarp einfach irgendwie drüber spannen, Hängematte und Zelt. Sturm. Ist ein Zelt sturmtauglich? Yep. Es sei denn, es ist super, super billig und scheiße. Ja, das lassen wir mal außen vor. Ist eine Hängematte sturmtauglich? Nee. Weil, wenn da wirklich richtig Sturm geht, plus Regen, was meistens einhergeht, oft zumindest, dann peitscht dir der Regen auch unter dein Tarp. Du hast keine Möglichkeit, das Tarp so tief aufzuspannen, dass da kein Wind mehr drunter geht und kein Regen mehr drunter peitscht, weil man mit der Hängematte eine gewisse Mindesthöhe eben zum Hängen entsprechend hat. Und dann wird es saumäßig schwierig, sich bei wirklich starkem Wind in der Hängematte noch halbwegs wettergeschützt aufzuhalten. Ja? Ich sage nicht, es ist unmöglich, aber es ist mit Abstand am schwierigsten von diesen drei Systemen. Das Tarp hat jetzt wieder ein Naja, wenn man weiß wie, gibt es für das Tarp auch super sturmstabile Aufbaue, die einen bei beliebigen Sturm noch zuverlässig vor Wind und Wetter schützen, also auch vorm Regen. Auch da muss man aber halt wissen, wie das geht und dann klappt es aber theoretisch. Einfach, der Boden ist an sich eine sehr stabile Geschichte. Und eine sehr bodennahe Folie über den Boden zu ziehen, da kann der Wind reißen, wie er möchte. Da findet er einfach keinen Angriffspunkt. Je tiefer der Aufbau, desto stabiler gilt fürs Tarp. Und bei der Hängematte ist das halt eben nun mal nicht möglich. Käfer, Schnecken, Viecher.
Hilft das Zelt gegen Käfer, Schnecken, Viecher? Ja, mit der einen kleinen Einschränkung, dass wenn man seine Schuhe zum Beispiel im Vorzelt stehen lässt und auch den Rucksack da stehen lässt, es möglich ist, dass die Schnecke über Rucksack und Schuhe hermacht. Zum Beispiel. Aber man selbst ist im Inneren hermetisch abgeriegelt sozusagen, also sehr hermetisch jetzt eigentlich nicht, aber abgeriegelt genug, um vor sämtlichen Viehzeug, kleine Kriech, Stech, Flieg, Beiß, Tierchen, vor denen ist man auf jeden Fall in Sicherheit. Theoretisch kann es einem passieren, dass wenn man das Essen lieber nicht draußen liegen lassen möchte und es mit reinnimmt, dass sich Mäuse ins Zelt nagen, um den Futtersack anzunagen. Gibt Leuten, denen ist das schon passiert. Das ist dann natürlich bitter. Deswegen lasse ich mein Essen eigentlich immer gerne draußen, weil lieber habe ich ein Loch in meinem Futtersack und gefühlt 3 Haferflocken fehlen, das sind nie große Mengen, die mir da jemals abhanden gekommen sind, als dass die sich ins Innenzelt reinfressen, weil da halt eben was Leckeres liegt und sie das riechen können. Meine persönliche Einstellung, kann man anders machen. So, hilft Hängematte gegen Käfer, Schnecken, Viecher und so weiter? Ja, sogar am allerbesten, weil man ist ja gar nicht am Boden. Und da die meisten dieser Tiere, abgesehen von den Fliegenden, eben primär nur am Boden unterwegs sind, hat man mit denen überhaupt nichts zu tun. Wenn man seine Ausrüstung am Boden deponiert, gut, dann kann das natürlich auch wieder sein, dass die Ausrüstung kontaminiert wird, sage ich jetzt mal. Aber gerade eine Hängematte mit Mückennetz, das man dann auch über sich zuziehen kann, ist sicherlich der effizienteste Schutz vor kleinen Plagegeistern, die einem da auf die Nerven gehen könnten. Hilft das Tarp gegen kleine Plagegeister, die einem auf die Nerven gehen könnten? Nein, schlicht und ergreifend nicht. Punkt. Ja, also da ist in der Hinsicht versagt das Ding völlig. Da kann ich schöne Geschichten oder auch nicht so schöne Geschichten von diversen Schnecken, die zu Besuch gekommen sind, leider erzählen. Mein persönliches Hassviech für Waldübernachtungen ist nämlich nicht die Mücke, auch nicht die Zecke, sondern die verdammte Schnecke, weil die kann einen den ganzen Morgen ruinieren, wenn sie in den Stiefel gekrochen ist. Es gibt Möglichkeiten, das halbwegs zu verhindern, aber selbst wenn die einem über den Schlafsack kriechen, macht keinen Spaß und manchmal kriechen sie einem auch gerne oben ins Loch. Und da, ne, also Nacktschnecken, ne, das kann einem echt die Tarp-Übernachtung ruinieren. Für wen das also ein absolutes grauenvolles Erlebnis wäre, dem möchte ich wirklich vom Tarp entschieden abraten. Außer man kann unter einem Tarp auch noch ein Mückennetz hängen, das ist gar kein Problem. Man spannt einfach unter seinem Tarp nochmal eine Schnur, hängt da dran ein Mückennetz, separat erhältlich in jedem halbwegs vernünftig sortierten Outdoor-Geschäft oder auch im Internet natürlich. Und dann hat man auch einen Tarp mit einem gewissen Mückenschutz, zumindest kommen sie nicht mehr reingeflogen. Wenn dieses Mückennetz entsprechend groß ist und bis auf den Boden reicht, verhindert es auch, dass die allermeisten Käfer reingekrochen kommen. Theoretisch könnten die sich dann auch irgendwie unter durchwühlen, aber ich sag mal, 99% der Viecher bleiben draußen und eine Schnecke ist durch sowas bei mir auch noch nicht durchgekommen. Ja. Ich benutze das ganz selten, ich besitze auch gerade gar keins, hab's aber halt schon hin und wieder mal verwendet, von anderen Leuten dann. Und muss sagen, das funktioniert ganz gut, falls man eben mit den Viechern massivere Probleme hat. Muss man dann natürlich auch beim Gewicht wieder dazu rechnen, ähnlich wie bei der Hängematte, wiegt ein gutes Mückennetz auf und das Tarp so circa 200 Gramm grob. Ja? Circa. Manchmal auch ein bisschen weniger. Zum Thema Wärme wollte ich das nochmal ein bisschen besser aufdröseln, nämlich Wärme von unten. Wenn man sich in seinem Schlafsystem jetzt erstmal ohne weitere zusätzlich Isomatte oder sonst was hinlegt, hat man dann von unten ein bisschen warm, dann müssen wir beim Zelt sagen, ja, bisschen, durch erstens die jeweilige Begebenheit der Beschaffenheit des Bodens. Es gibt Böden, die isolieren per se nach unten ganz gut, da wird einem nicht so schnell kalt. Es gibt Böden, die machen das genaue Gegenteil, da wird einem sehr wohl schnell kalt. Also kann der Boden helfen oder auch nicht. Ansonsten hat man immerhin noch eine Folie, die Bodenplatte, Plane vom Zelt, die ein bisschen auch zusätzliche Wärme spendet, im Vergleich zu, wenn man direkt auf dem nassen Boden liegen würde beispielsweise. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es spielt schon eine gewisse Rolle und kann sich dann auch bei der Wahl der Isomatte durchaus bemerkbar machen, dass es also nicht egal ist, ob man mit der Isomatte unterm Tarp auf gar nichts liegt oder eben im Zelt, zumindest auf dem Zeltboden. So, die Hängematte, wärmt die von unten? Nö. So gar nicht. Man könnte ja meinen, aber da ist doch auch ein bisschen Stoff, was einen von unten her umschließt.
Ja, aber gleichzeitig hängt man auch mitten in der Luft und ist der gesamten Zirkulation der selbrigen ausgeliefert. Das kann gerade bei Wind wirklich gravierend kühl werden um den Arsch rum, der ja meistens dann der tiefste Punkt ist, wenn man im Rücken zumindest in der Hängematte liegt. Und ja, das muss man mögen. Ist natürlich wurscht, wenn man irgendwo ist, wo es ohnehin heiß ist. Für kältere Temperaturen ist dann das wirklich ein Faktor, den man im Hinterkopf behalten sollte, wenn man mit der Hängematte übernachten will. Und beim Tarp hängt es einfach sehr stark davon ab, hat man eine Bodenplane dabei? Wenn ja, dann ähnlich wie beim Zelt. Hat man keine dabei, dann hat man auch null Isolation nach unten. Punkt. Hier noch eine kleine Ergänzung. Es gibt Böden, die isolieren besser als andere. Also wenn man jetzt Angst vor der sogenannten Bodenkälte hat, muss man immer im Hinterkopf behalten, dass man, sofern man am Boden schläft, auch den Schlafplatz so wählen kann, dass eben diese Bodenkälte deutlich geringer ausfällt als woanders. Beispiel, ein Stein ist entsprechend kalt und wenn man auf dem Stein liegt, dann hat man wirklich enorme Bodenkälte und damit wird man wahrscheinlich auch ein Problem haben und kann das nur kompensieren, indem man eine sehr, sehr warme Isomatte besitzt. Schläft man hingegen auf einem Rohhumus-Waldboden, zum Beispiel unter Fichten, dann ist der Boden per se schon recht gut gepolstert mit organischem Material und man wird da nur eine sehr dünne Isomatte im Grunde brauchen, weil der Boden eh schon zur Isolation sogar beiträgt. Also im Gegenteil, nicht kühlt, sondern wärmt. Das spielt eine Rolle und ist ein Vorteil oder ein Nachteil, das hängt halt davon ab, wo man liegt. Von den Bodenschlafvarianten, Zelt und Tarp. Wärme von oben, haben wir eine Isolationswirkung, die irgendwie über uns wirkt. Beim Zelt, klassisches Zelt mit Innenzelt, aus einem Stoff, nicht aus Moskitonetz, ne, schon wieder. Ja, das wärmt. Das ist je nach Situation, auch da spielt auch übrigens die Farbe vom Außenmaterial eine Rolle. Je nach Sonneneinstrahlung können das theoretisch locker 10 Grad heißer im Zelt sein als außerhalb vom Zelt, aber das ist eher dann, wenn man es im Zelt gar nicht heiß haben möchte, dass der Temperaturunterschied 10 Grad beträgt. Wenn es draußen sehr kalt ist, ist im Zelt oft viel, viel, viel angenehmer, einfach dadurch, dass der Wind noch zusätzlich abgeschaltet wird und man eben noch einen gewissen wärmenden Effekt durch die Wand des Innenzeltes hat. Bei der Hängematte, Wärme von oben überhaupt nicht, da ist ja nichts. Wenn das Tarp liegt, kann es ein klein bisschen Wärme reflektieren möglicherweise. Das ist aber ganz ehrlich nichts wert. Und Mückennetz über sich zu haben, ist jetzt auch nicht besonders wärmend. Das Ding ist ja ein Schweizer Käse. So, beim Tarp immerhin Windschutz. Immerhin ein valider Windschutz, wenn man es dann entsprechend aufbaut, dass es das auch eben entsprechend leisten kann. Ein Tarp, das über einer über einer Hängematte schwebt, bietet ein bisschen Windschutz. Gut, kann man im Trockenen kochen, finde ich, ist auch ein wichtiges Thema für viele Sachen, die man draußen so treiben kann. Wenn das Wetter dauerhaft schlecht ist, hat man bestimmt keinen Bock, dann für seine warme Mahlzeit jetzt nochmal die Regenklamotten möglicherweise anzuziehen, jetzt nochmal in den Regen rauszuhocken und in lauer Kauerstellung vom Kocher zu sitzen, der jetzt im Regen noch irgendwie was Essbares produzieren soll. Das kann schon unangenehm sein, um genau zu sein, ich hasse das. Mache ich gar nicht gerne. Inzwischen arbeite ich liegend durch einen kleinen Spalt in der Zelttür vorm Zelt. Also schon den Kocher draußen im Innenzelt kochen tue ich nun wirklich in seltenen Ausnahmefällen. Das ist mir dann doch immer so ein bisschen mit einem gewissen flauen Gefühl verbunden. Ich möchte auch davon abraten, man kann das zwar machen, aber es ist nicht ganz ungefährlich und deswegen möchte ich grundsätzlich davon abraten, auch wenn ich es schon gemacht habe. Nicht alles, was ich tue, ist unbedingt immer zwingend vernünftig. Und die Variante mit eben wirklich vor der Zelttür komplett draußen kochen funktioniert auch ganz tipptopp. Insbesondere, wenn man zu zweit ist und einen Handlanger oder eine Handlangerin hat, die einem da noch ein bisschen weiterhelfen kann, dann geht das wunderbar. Also mit einem Zelt geht es, ist aber so ein bisschen tricky, sage ich jetzt mal. Ne? Neudeutsch tricky.
Unter der Hängematte überhaupt kein Problem, einfach auf dem Boden hocken, da wo die Hängematte hängt, Hängematte ein bisschen zur Seite schieben, Kocher auf dem Boden, alles unterm Tarp passieren lassen, funktioniert. Wenn nicht noch großartig Sturm ist, dann hat man sowieso andere Probleme, ne? Aber das funktioniert. Gleiches gilt beim Tarp, ohne dass eine Hängematte drunter hängt, selbstverständlich geht das dann auch. Ein bisschen ein höherer Abbau, Aufbau unterm Tarp kochen, überhaupt keine Schwierigkeit, so gar nicht, ne? Tarnung, nur für diejenigen, für die das interessant ist, da sehe ich keinen Unterschied. Hängematte in gedeckter Farbe in den Wald hängen, Tarp drüber, das sieht man nicht unbedingt auf den ersten Blick. Ein Zelt, das im Wald steht mit gescheiter Farbe, sieht man auch nicht unbedingt auf den ersten Blick. Und das gleiche gilt für ein Tarp, das einfach so im Wald hängt. Wenn man das noch zusätzlich tarnen möchte, mit Ästen davor hängen und was weiß ich was alles, kann man bei allen diesen Sachen machen. Da sehe ich wirklich nicht, wo da der große Unterschied sein sollte. Höchstens vielleicht noch ein Thema, manche Hängematten sind dann doch in ein bisschen krassen Farben unterwegs. Aber man muss ja nicht zwingend eine kaufen, die in krassen Farben unterwegs ist. Gilt aber auch für manche Zelte. Gut, Schutz vor Tieren. Und diesmal meine ich große Tiere. Beispielsweise Löwe, Wolf, Nilpferd, Wildschwein, Appenzeller Kuh. Ja? Letzteres ist kein Witz. Die sind wirklich potenziell gar nicht vollkommen harmlos. Es werden mehr Leute von Kühen gekillt als von Wölfen weltweit pro Jahr. Ne? Zählt ein kleines bisschen. Man sagt, das muss nicht zwingend funktionieren, aber man sagt zumindest, dass eine gewisse Chance besteht, dass Tiere, auch wenn sie riechen, da drin ist irgendwas Seltsames und möglicherweise auch was Essbares, wenn sie es nicht gewöhnt sind, dass ein Zelt irgendwo in der Landschaft steht, das erstmal als Hindernis wahrnehmen. Und je nachdem, wie sie halt vom Charakter her drauf sind, ob sie vorsichtig sind, ob sie ängstlich sind, ob sie sehr, sehr neugierig sind, kommen die auch gar nicht auf die Idee, dass man das, je nachdem, mit welchen Krallen man ausgestattet ist, einmal so machen könnte und schon ist es offen. Und es gibt schon viele, viele Situationen, wo dann auch potenziell wirklich gefährliche Tiere, die das Zelt hätten zerlegen können, sich von der Tatsache, dass sie mit diesem Ding nichts anfangen können, haben abschrecken lassen und es doch ein gewisses geschlossenes System darstellt und sie zwar drum rumlaufen und auch dran schnüffeln, vielleicht auch dran pinkeln, ist egal, ist ja wasserfest, riecht dann natürlich je nachdem Katzenurin, Großkatzenurin, egal, jedenfalls... Das war's. Ja? Also eine gewisse Chance dafür besteht. Ich sage nicht, das muss jedes Mal so sein, aber es gibt viele, viele, viele Berichte, wo ein Zelt geholfen hat. Also Schutz vor großen Tieren, bisschen Zelt. Hängematte, nicht wenn sie niedrig hängt, ja, wenn sie sehr hoch hängt. Man hat mit dem Ding ja wirklich die Möglichkeit, sich einfach aus der Reichweite eines nicht allzu hochreichenden Tieres entsprechend zu entfernen. Nicht unbedingt beim Grizzlybär versuchen, der reicht bis 3,50 Meter hoch, wenn es dumm läuft. So weit hoch, na, muss man erstmal schaffen, sich dahin zu hängen. Ja, kann man zwar vielleicht hinkriegen, aber muss man erstmal schaffen. Gut, andererseits, auch wenn man nur auf 3 Metern hängt, die Chance, dass der Bär auf die Idee kommt, diesen hier zu machen, ist vielleicht doch auch eher geringfügig. Also ja, Hängematte ist das eine System, mit dem man sich wirklich in eine Situation bringen kann, in der man sicher vor wilden Tieren ist. Vorausgesetzt sind die entsprechenden akrobatischen Fähigkeiten, wirklich in so einer Höhe in der Hängematte auch schlafen zu können. Ja, das muss man dann auch für sich selber wirklich beantworten. Kann man das? Nur theoretisch oder kann man das auch wirklich? Und ich muss ganz klar für mich sagen, ich kann das, wenn überhaupt, dann nur theoretisch. Keine Chance. Keine Chance. Diese akrobatischen Fähigkeiten gehen mir ab und ich hätte auch Angst, dass ich dann runterplumpse, wenn ich in so einer Höhe da rumhänge. Ja, aber potenziell ja. Tarps? Nö. Überhaupt nicht. Ja? Geht nicht. Außer man spannt es wirklich an allen Seiten ab und baut sich da ein komplett geschlossenes, tibiartiges System, dann hätte man gleich einen Effekt wie mit dem Zelt. Ungefähr. Vielleicht. Ja? Aber mit einem normalen, an mindestens einer Seite offenen Aufbau, nö. Gut, das war mir nochmal wichtig. Schlafkomfort. Beim Zelt, auf dem Boden, auf der Isomatte,
Beim sehr großen Zelt kannst du theoretisch noch ein Feldbett reinstellen, das ist aber Camping, das hat jetzt nichts mehr mit allzu sehr eigene Ausrüstung noch tragen können im Outdoor-Bereich zu tun. Aber das wäre eine Option, ja. Man hat noch zusätzlich den Zeltboden drunter, der noch mal ein kleines bisschen was helfen mag. Gerade eben vor allen Dingen gegen die Feuchtigkeit. Nass hat, ich hatte noch nie einen Wassereinbruch im Zelt durch den Boden. Also ist mir noch nicht passiert bei den Zelten, die ich bisher so benutzt habe. War aber auch selten ein billiges dabei. Muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen. Genau genommen eigentlich doch. Ich habe zwei Nächte, die ich jemals in einem Zelt geschlafen habe, waren bei einem Zelt, in einem Zelt von deutlich unter 200 Euro. Schlafkomfort, Hängematte, da kann man grob sagen, dass das sicherlich das potenziell bequemste Ding ist, mit dem man draußen pennen kann. Es sei denn, man ist ich. Ja, dann nicht. Individuelle Problemchen, jetzt nicht mit eingerechnet. Aber zum Beispiel meine Evelyn hat es jetzt erst vor kurzem zum ersten Mal ausprobiert und die hat ganz hervorragend geschlafen und sie sagt selber, sie ist noch nie morgens aufgestanden ohne zumindest ein kleines Zipperlein nach einer Nacht auf der Esomatte. Bei der Hängematte ist sie zum ersten Mal nach dem Draußenpennen aufgestanden und ihr tat nix weh, nix. Ja, aber das ist nur eine Einzelmeinung. Muss man sich entsprechend gegebenenfalls seine eigene bilden. Ist aber trotzdem ziemlich aussagekräftig, finde ich. Natürlich, das Ding ist schon, es ist was Gemütliches. Und zum drin sitzen, zum drin liegen und lesen oder sowas, finde ich die auch super, super, super bequem. Ja, also kann ich schon nachvollziehen, nur zum Schlafen ist es halt nicht meins. Also in der Hinsicht relativ alternativlos. Wenn man noch eine Isomatte reinlegen muss, weil es kalt wird, kommen wir noch dazu, dann mag es vielleicht nicht mehr ganz so toll sein, je nach Person und je nach Isomatte, aber grundsätzlich schön. Tarp, quasi wie Zelt, auch unter dem Tarp kann man theoretisch noch einen ein Feldbett drunter stellen und ansonsten liegt man halt auf der Isomatte auf dem Boden. Da gibt es eigentlich vom Schlafkomfort, von der Weichheit oder ja, vielleicht ist man im Zelt noch ein bisschen geschützter und das mag auf die Psyche noch Einflüsse haben. Andererseits mag es auch, dass man eben kaum geschützt ist und maximalen Kontakt zum freien Himmel hat. Und dann mag auch auf die Psyche auch einen positiven Aspekt haben. Deswegen würde ich Zelt und Tarp hier einfach komplett gleichsetzen wollen. Gewinnen tut aber in der Hinsicht sicherlich die Hängematte. Objektiv, so objektiv wie geht, betrachtet. Das Raumangebot. Ein Zelt ist verglichen mit den beiden anderen Lösungen tendenziell eher eng. Eher gibt es Ausnahmen. Klar, man kann auch alleine in einem Viererzelt wohnen, dann hat man Platz. Wird man aber im Regelfall wahrscheinlich eher nicht tun. Ne? Raumangebot Hängematte habe ich hier jetzt speziell stehen, weil grundsätzlich, je nachdem wie man da einen Tarp drüber spannt oder ob man da überhaupt einen Tarp drüber spannt, und eigentlich ist um einen rum ja jede Menge Luft und jede Menge Platz. Ja, also eigentlich Raumgefühl, und da muss ich jetzt wieder sagen, ich mag das ja gar nicht, ich will es ja ein bisschen eng haben, aber gefühlt ging es mir immer so, als hätte man enorm viel Platz um sich rum. Subjektive Einschätzung. Wenn man das Tarp weiter runterspannt, wenn man das Mückennetz zumacht, mag es vielleicht gefühlt ein bisschen weniger Platz werden. Aber das ist, ja, man kann sich trotzdem in alle Richtungen so viel bewegen, wie man möchte. Umziehen in der Hängematte ist vielleicht nicht ganz immer ganz einfach. Habe ich jetzt auch noch nicht so viel ausprobiert. Müsste jetzt jemand in die Kommentare schreiben, was er da speziell festgestellt hat. Aber ich würde mal sagen, das ist völlig in Ordnung. Also ich habe mich auf keinen Fall irgendwie eingeengt gefühlt bisher. Tarp hängt einfach vom Aufbau ab, schlicht und ergreifend. Hat man ein Dach in 2 Meter Höhe, dann kann man da drunter Fußball spielen, wenn man das dann möchte. Hat man das Dach auf 30 cm Höhe, weil man mit dem Sturm rechnet, dann liegst du da in der Sardinenbüchse, aber den Sturm wirst du dann vermutlich auch ganz gut überstehen. So. Also ganz 100% abhängig vom jeweiligen Aufbau. Von riesig viel Platz bis sehr, sehr eng. Privatsphäre. Für Campingplätze zum Beispiel, wenn man häufiger mal auf einen solchen will, war es für mich immer ein Thema, wenn ich gesagt habe, ich mache die Tour mit dem Tarp.
dann ist das schon eklig, beziehungsweise es hat mich wirklich gestört, wenn ich dann auf dem Campingplatz musste und saß so ein bisschen auf dem Präsentierteller, weil man unterm Tarp halt doch schön sichtbar ist. Man kann sich noch nicht mal umziehen, was man normalerweise in der Wildnis selbstverständlich jederzeit mitten auf dem Weg machen kann, auf dem nächsten Berggipfel machen kann, wenn man in der Wildnis ist. Wenn man das dann will, ist natürlich kalt. Aber auf dem Campingplatz, ausgerechnet da, wo man eigentlich mehr Komfort erwartet als beim Übernachten in der Wildnis, hat man mit dem Tarp in der Hinsicht deutlich weniger Komfort. Und das hat mich immer sehr gestört mit dem Tarp auf dem Campingplatz. Deswegen habe ich diese Kategorie auch unbedingt erwähnen wollen. Privatsphäre im Zelt, so hoch wie es geht. Akustikschutz ist jetzt nicht unbedingt so sehr gegeben. Das mag für, sind wir mal ganz ehrlich, Paare ein Thema sein. Privatsphäre in der Hängematte ist, ich würde mal sagen, wenn man da wirklich drin hängt und das Tarp recht nah drüber gespannt hat, dann sieht kaum jemand, der nicht einmal aktiv versucht, da jetzt reinzugucken, nennenswert das, was man da drin treibt. Aber man kann schon den einen oder anderen Blick möglicherweise erhaschen. Ich denke aber, es ist auf jeden Fall besser als bei einem recht weit oben hängenden, wegen Kondenswasservermeidung, Tarp, wo man wirklich recht einfach drunter gucken kann. Also das sind zumindest so meine Überlegungen diesbezüglich, auch da andere Eindrücke bitte gerne mitteilen. Aufbauzeit. Ich kann alleine mein Fjällrevenzelt in 2 Minuten aufbauen, wenn das dann sein muss. Zu zweit schaffen wir es in vielleicht 1:30, wenn das dann sein muss. Im Regelfall muss das nicht sein, deswegen beeilen wir uns auch nicht nennenswert. Gibt sicherlich Leute, die ihr Zelt noch schneller in 1 Minute aufbauen können, weil sie in der Hinsicht einfach fit und fix sind. Es gibt aber auch Zelte, die sind bauartbedingt so konstruiert, dass man da 15 Minuten dran rumbastelt. Das heißt, wenn man es kann. Das gilt dann gerade für Mehrpersonenzelte. Ja, also das gibt es auch. Hängematte kann ich nur schätzen. Ich habe zu selten Hängematten aufgehängt. Ja, also wenn ich mal drin gepennt habe, dann hat es jemand anders für mich aufgehängt meistens. Und mit Übung 5 bis 10 Minuten, irgendwie sowas, gibt es wahrscheinlich auch noch schnelle Aufbauvarianten, die flotter gehen. Also ungefähr wie es zählt, würde ich sagen. Tarp, je nach Konstruktion, ganz, ganz abhängig von der Konstruktion und ob man einen sogenannten Tarp-Schnellaufbausack verwendet. Es gibt dann nämlich durchaus die Möglichkeit, dass man das Tarp schon vor in einer bestimmten Form gefaltet, an einer bestimmten Schnur schon dranhängend, mit vordran gemachten Schnüren zum Abspannen und mit sofort griffbereiten Heringen und allem Pipapo kann man das bereits in einem eben Schnellaufbausack transportieren und diesen Schnellaufbausack dann quasi an den Baum binden, auf der anderen Seite das Tarp rausziehen und in dem Moment hängt es auch schon fast. Da muss man sich noch schnell beeilen, 2, 3 Heringe abspannen und dann hat man den Tarp auch in 2 Minuten, würde ich jetzt mal sagen, 3 Minuten vielleicht, wenn man es kann, ich nicht. Aber es gibt Leute, die können das entsprechend aufgebaut. Ich bin ganz generell einfach kein besonders schneller Mensch, ja, in keinerlei Hinsicht, außer vielleicht bei bestimmten geistigen Tätigkeiten wie dem Ausarbeiten von Vorträgen, Referaten und Ähnlichem. Das habe ich immer sehr, sehr schnell hinbekommen, bis heute sehr hilfreich beruflich. In jeder anderen Hinsicht bin ich eher ein langsames Kerlchen. Ja. So, hat man nicht so ein Schnellaufbausystem, würde ich mal sagen, für die allermeisten Abspannvarianten, wenn man sich beeilt, als durchschnittlich schneller Mensch sicherlich 5 Minuten machbar. Bestimmte Varianten, wenn es ein bisschen komplizierter und ausgefallener sein soll, sicherlich 10 Minuten. Ich für mich persönlich, wenn ich es nicht ausgesprochen eilig habe, brauche 10 Minuten. Und das ist mir auch nicht peinlich und das stört mich auch nicht. Ich habe auch nichts vorbereitet vorher. Ich habe die Schnüre lose im Rucksack, im Tarpbeutel. Habe schon alles in einem Beutelchen. Habe die Heringe lose da drin. Da ist nichts vorgeknotet. Ich habe keine Schnaufen vorher drin und so weiter. Das kann man selbstverständlich alles machen. Aber mir gefällt einfach die Individualität beim Tarpaufbau, dass man
je nach Situation hier mal diese Schlaufe macht, mal dort eine Schlaufe macht, mal die Schnur gar nicht verwendet oder mal lieber teilweise an Baum, mal an Hering, mal das so löst, mal so. Und diese maximale Flexibilität hat man, finde ich, am schönsten, wenn man einfach wirklich bloß Schnurbündel in seinem Beutelchen hat und einfach bloß Tarp ohne irgendwas dran für den Anfang. Ja? Aber Geschmackssache. Geschmackssache. Kann man das jeweils bei scheiß Wetter aufbauen? Zelt hängt vom Modell ab. Ein Tunnelzelt, das zum Beispiel ein eingehängtes Innenzelt besitzt, da kann man das Tunnelzelt quasi ausziehen, das Innenzelt, die Gestänge reinstecken, sind meistens zwei bei Tunnelzelten, und mit zwei, jeweils vorne und hinten zwei Heringen fixieren, dann steht das Ding schon weitestgehend, ohne dass das Innenzelt auch beim miesesten Wetter irgendeinen Tropfen Wasser gesehen hat. Das ist toll. Es gibt aber auch Zelte, besonders beliebt in Amiland, die ein sogenanntes Rainfly haben. Da baut man erstmal mit dem Gestänge das Innenzelt, das nicht wasserdicht ist, im strömenden Regen auf und kann erst dann, wenn das im strömenden Regen aufgebaut ist, überhaupt erst die wasserdichte Hülle drüber schmeißen. Halte ich für bescheuert, so ein Zelt möchte ich nach Möglichkeit nicht haben. Gibt Leute, die haben's, gibt Leute, die kommen damit zurecht. Wie die das machen, ist mir schleierhaft. Warten die jedes Mal, bis es aufhört zu regnen, um ihr Zelt aufzubauen? Oder leben sie dann einfach damit, dass sie ein nasses Innenzelt haben? Weiß ich nicht. Ist mir ein Rätsel. Wer dazu auch wieder was sagen kann, ihr wisst ja, Kommentarfunktion. Also, ganz klar, modellabhängig. Hängematte, kein Problem. Erst das Tarp, dann die Hängematte. Überhaupt keine Schwierigkeit. Mag man vielleicht normalerweise andersrum machen, aber bei Regen geht das auch so rum. Logisch. So, und dann habe ich noch spaßeshalber mir mal vier besondere Klimazonen rausgesucht. Und da können wir ganz kurz noch schnell sagen, was würde ich da jeweils empfehlen wollen. Also ich, oder was würde ich ausschließen wollen, sagen wir es mal so. Wüste. Beispiel Danakil. Ja? War ich nie, aber man liest natürlich ein bisschen was. Kann man da ein Zelt benutzen? Selbstverständlich. Kann man da eine Hängematte benutzen? Nee, es sei denn, man hat irgendwelche Autos dabei, zwischen denen man sie aufspannen kann, oder ein anderes Ding, mit dem man sie aufspannen könnte. Kamele wird schon schwierig, die halten nicht still. Bäume gibt es da keine. Hängematte also schwierig bis unmöglich, ja, je nach Situation. Tarp ginge schon, man müsste allerdings noch irgendwelche Stöcke dabei haben, mit denen man es aufspannen kann. Hat man sowieso Trekkingstöcke dabei, dann kann man auch einen Tarp mitnehmen und kann es auch aufspannen. Problem beim Tarp, es gibt in solchen Wüsten gerne mal Giftviecher, die am Boden unterwegs sind, und vielleicht möchte man dann doch in irgendeiner Form etwas, das noch einen gewissen Schutz vor bodenkriechenden Tieren bietet. Ja, also aber theoretisch ginge auch ein Tarp, wenn man dann Crocodile Dundee mäßig jede Kobra sofort und krack, macht. Crocodile Dundee ist hoffentlich ein Begriff. Wenn nicht, unbedingt googeln und Teil 1 und 2 gucken. Teil 3 muss nicht. Arktis. Zelt? Unbedingt. Hängematte? Nö, weil keine Bäume. Außer wieder, man hat Fahrzeuge, an die man es hängen kann. So. Tarp kann man theoretisch machen, dann muss man aber wirklich von der ganz, ganz harten Sorte sein, dass man das durchhält. Aber rein von technischen Aspekt her geht das schon. Würde ich nicht machen. Dschungel. Zelt bitte nicht. Da werdet ihr nicht glücklich. Das gibt Kondenswasser noch und nöcher. Auch sonstige recht warm temperierte Wälder, da will man nicht mit dem Zelt übernachten. Das macht keinen Spaß. Zwar kommen da keine Viecher rein, aber es muss nicht regnen. Man hat jeden Morgen die Tropfsteinhöhle. Mit jedem beliebigen Modell von Zelt, insbesondere bei Ein-Personen-Zelten, ist das ein Problem. Wenn man alleine im Vier-Personen-Zelt liegt, dann hat man vielleicht noch eine Chance, ohne Tropfsteinhöhle davon zu kommen. Ja? Oder von mir aus auch ein Drei-Personen-Zelt. Aber also Ausschlusskriterium. Bei hoher Luftfeuchtigkeit, wie sie in einem Dschungel, zum Beispiel im tropischen Regenwald, im krassesten Fall herrscht, will man bestimmt kein Zelt verwenden, macht übrigens auch keiner.
Hängematte hingegen unbedingt für sowas ist die ideal. Da fühlt sie sich zu Hause, da wird sie von sämtlichen Einheimischen genau für sowas auch entsprechend verwendet. Außerdem ist man weg vom Boden, wo es mal wieder die lustigen, auch giftigen Krabbelfiecher gibt. Deutsche Krabbelfiecher mögen eklig und nervig sein. Die im Dschungel sind tödlich. Das ist nochmal ein kleiner, aber essentieller Unterschied. Tarp. Ja, kann man schon machen, würde ich aber auch dringend von abraten wollen, weil wenn man eben ohne irgendeinen Schutz auf dem Boden liegt, kommen wieder besagte giftige Krabbelviecher und mit denen möchte man, wie gesagt, keine unbedingt nähere Bekanntschaft machen. Deswegen, Hängematte ist da das absolute Top-Teil und die Nonplusultra-Lösung eigentlich. Deutschland, ganz besondere Klimazone, Zelt. Grundsätzlich schon, aber dummerweise braucht man dafür dann halt auch eine Erlaubnis und die muss man erstmal haben und solange man die nicht hat, fällt das einfach aus juristischen Gründen raus, denn Deutschland mag eine gemäßigte Klimazone sein, ist aber halt auch ein Industrieland und da gelten nun mal Recht und Gesetz und das muss man halt auch eben mit einfließen lassen in die Überlegung, wo man wie übernachten möchte. Also muss man zwar vielleicht nicht unbedingt, ich würde es aber empfehlen und ich mache es auch persönlich selbst gerne. Hängematte auf jeden Fall geht, ja, kann man machen, spricht auch nichts dagegen. Im Winter müsste man dann halt eben entsprechend gucken, dass man dann zurechtkommt. Winterhängematten-Setups, Systeme können auch durchaus ein bisschen schwer werden, gegebenenfalls auch ein bisschen schwerer als die Alternativen. Hängematte sind auch nicht für den Winter gedacht. Wie gesagt, die kommen aus den Tropen in Anführungszeichen. Für solche Regionen ideal, für genau das gegenteilige Klima speziell. Ne? Speziell, sag ich mal. Tarp in Deutschland absolut ideal. Mit Tarp bist du rechtlich am sichersten unterwegs. Noch ein bisschen besser als mit der Hängematte. Super flexibel. Vor irgendwelchen krassen Viechern muss man keine Angst haben. Wenn nicht, nimmt man sich halt noch ein kleines bisschen ein Netz mit zum Drunterhängen. Ich persönlich würde in Deutschland als die optimale Übernachtungsmöglichkeit, wenn man jetzt nicht aus psychischen Gründen unbedingt ein Zelt braucht oder eine Hängematte, wenn einem das was hilft, würde ich auf jeden Fall immer weiterhin zum Tarp greifen. Und ich liege ja auch, wie gesagt, gerne am Boden. Deswegen für mich auch der Bequemlichkeitsbonus der Hängematte kein Thema. Großer Vorteil in dieser Hinsicht, nochmal kurz vielleicht schon die Hängematte, wenn wir Deutschland Mittelgebirge angucken, wir haben ja schon ein paar davon, ja, ich wohne ja in einem zum Beispiel, mit der Hängematte kann man auch am Hang pennen. Die Hängematte ist das einzige System und das ist ein wirklich fetter Vorteil, den man hier nur nochmal drastisch unterstreichen muss. Wirklich großer Vorteil, nur mit der Hängematte ist ein Übernachten direkt an einem Hang, sofern er dann bewaldet ist, möglich. Nur damit. Außer man hat eine Schaufel dabei und buddelt sich eine Stufe in den Hang. Habe ich auch schon gemacht. Ist aber vielleicht für die Dauer, gerade wenn man längere Touren machen möchte, dann wirklich noch eine Schaufel mitzuschleppen, eine, die auch in der Lage ist, ordentlich Waldboden zu bewegen. Das will man dann vielleicht auch nicht unbedingt. Ja? Aber das geht, das geht. Ich wollte es ja nur erwähnt haben. Das ist übrigens auch erlaubt, kleine Grabungen in einem normalen Wirtschaftswald. Steht nirgendwo, dass die verboten wären und bekanntlich ist, was nicht verboten ist, zumindest mal so weit erlaubt, dass man dafür erstmal nicht nennenswert bestraft werden kann. Meistens. Bevor jetzt wieder jemand klug scheißt. Aber ja. So, dann ist die Frage mit dem Zubehör. Was muss man jeweils mitschleppen, wenn man sich für das eine oder andere Schlafsystem entscheidet? Beim Zelt, ja gut, das Zelt, ein Schlafsack oder eine Decke und eine Isomatte. Ende. Ja, alles andere ist optional. Bei der Hängematte ist die Liste etwas länger. Du brauchst erstmal einen Schlafsack oder eine Decke. Decke respektive Quilt oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Das Ding, was ich neulich auch vorgestellt habe. Also im Grunde so ein Hybrid aus Schlafsack und Decke. Oder auch einfach nur eine Decke mit irgendwelchen Strippen dran, damit man die um sich zuziehen kann. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie so ein Quilt beschaffen sein kann. Dann braucht man entweder zur Isolation nach unten eine Isomatte oder einen Underkilt. Das ist dann also quasi jetzt wieder eine Decke.
die man sich unter der Hängematte festspannen kann. Die hat also spezielle Strippen dran und spezielle Spannvorrichtungen, um genau unter die Hängematte gespannt zu werden. Manche Hängematten haben so ein Ding schon eingebaut, plus minus, oder haben noch spezielle Sachen, wo man sie dann genau einhängen kann, damit sie besser sitzt. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oder es gibt auch Cocoons, also Kokons auf Deutsch, die man quasi als fette Stoffwurst über die gesamte Hängematte zieht. Das heißt, die Unterseite von dem Ding hängt unten und wärmt von unten. Die Oberseite von dem Ding hängt oben und wärmt von oben. Und man ist wie eine Raupe. Im Grunde ist es ein Schlafsack, mit dem man die gesamte Hängematte reinschiebt, wenn man so möchte. Ja, nur dass halt an beiden Seiten logischerweise zumindest ein bisschen offen sein muss, sonst passe ich nur ja nicht durch. Das ist also auch noch eine Möglichkeit. Und wenn es auch nur ansatzweise regnen könnte, braucht man für das ganze Kladderadatsch noch einen Tarp zum Drübermachen. Will man dann noch auf dem trockenen Boden seine Füße absetzen, falls man mal aufsteht, hat man trotzdem auch noch mal das Bedürfnis, möglicherweise nach einer Bodenplane, die man noch drunter legen kann. Auf der Bodenplane könnte man dann auch noch mal relativ gut vor Wetter und Wind und Wetter geschützt seine Ausrüstung entsprechend deponieren, wenn man davon ein bisschen mehr dabei hat. Die kann man zum Teil auch noch ans Seil der Hängematte dranhängen, kommt drauf an, wie wenig es ist. Zum Teil kann man seinen Baum hängen, dann ist er allerdings nicht mehr unterm Tarp. Im Regelfall. Deswegen kann ein Thema Bodenplane in Kombi mit der Hängematte für manche Leute wirklich noch was sein, wo sie ernsthaft drüber nachdenken. So, und jetzt ist der Knackpunkt bei diesem ganzen Zubehörgedönse. Hängematte an sich ist leicht. Ja? Tarp an sich ist leicht. Hängematte und Tarp sind schon mal schwerer als nur ein Tarp. Selbst wenn das Hängematten-Tarp gegebenenfalls noch mal leichter ist als das Bodentarp, das man regulär nur als Tarp entsprechend ohne Hängematte verwendet. Kommt jetzt noch zusätzlich zum Schlafsack, den man in jedem Fall braucht, alternativ Underkilt und Overkilt dazu, dann kann das mit dem Gewicht von einem Schlafsack vergleichbar sein, aber die meisten gängigen Systeme, die ich gefunden habe, sind tendenziell ein bisschen schwerer als einfach ein stinknormaler Schlafsack ähnlicher Wärmekategorie. Wenn du also jetzt zum Beispiel einen Down-Underkilt mit einem Down-Overkilt mit einem Kunstfaser, gleiches System, vergleichst, dann ist Down selbstverständlich leichter. Oder ein Down-Schlafsack wäre auf jeden Fall leichter als ein Kunstfaser-Kilt-System. Oder ein Down-Kilt-System ist im Regelfall vielleicht leichter als ein Kunstfaser-Schlafsack. Also so in diese Richtung muss man gucken. Hat man noch eine Bodenplane, wie gesagt, die muss man gewichtstechnisch auch noch mit einbauen. Ist es eine Hängematte mit Mückennetz, muss man das auch noch mit einkalkulieren. Damit kommt man bei der Hängematte auf sicherlich im Regelfall leichter weg als mit vielen Zelten. Aber nicht im Winter, weil dann werden Underkilt und Overkilt sehr schnell sehr schwer. Da ist man dann mit Zelt, Schlafsack, Isomatte Variante auf jeden Fall leichter unterwegs. Im Sommer mag Hängematte und Zelt sich nicht allzu viel gegenseitig nehmen. Ich würde aber sagen, in der Tendenz ist das Hängematten-Setup im Vergleich zu den klassischen Zelten, nicht Ultraleichtzelte, die sind immer leichter, aber ist das Hängematten-Setup-Gedöns wahrscheinlich schon recht leicht. Ja? Nicht so leicht wie das Tarp. Ja, kommen wir zum Tarp. Was braucht hat man da so? Man hat natürlich wieder einen Schlafsack oder eine Decke oder ein Quilt oder irgend sowas. Man hat eventuell eine Bodenplane, fast immer würde ich sagen, aber theoretisch ist die optional. Man hat eventuell ein Mückennetz, ich persönlich eben nicht, andere Leute schon. Man hat immer eine Isomatte. Ja, und damit ist man mit Abstand am leichtesten Schlafsystem, weil gerade wenn wir sagen, wir nehmen wirklich nur ein 300 Gramm Tarp, haben die gleiche Isomatte und den gleichen Schlafsack, wie wir auch im Zelt verwenden würden, dann sind wir sage und schreibe im Vergleich zu einem 1,2 Kilo Zelt halt ganze 900 Gramm leichter. Damit sind wir auch garantiert leichter als die Hängematten-Variante, die ja das gleiche Tarp verwendet, plus noch einen Haufen zusätzlichen Kram. Und ja, das ist also sicherlich die leichteste Lösung, je nach Situation aber auch die Lösung mit am wenigsten Komfort. Ja, also wenn man jetzt nicht wirklich jemand ist, der unbedingt so viel freien Himmel wie möglich haben möchte und daraus ganz viel Komfort und Kraft zieht, dann ist das Tarp am wenigsten gemütlich, Tatsache. Allein schon wegen der Schnecken.
Thema Schlafsack in Kombination mit den jeweiligen Systemen ist mir auch noch ein Punkt wert. Der vorletzte übrigens, dann muss man nur noch kurz auf den Preis eingehen und dann haben wir es auch. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht gehabt. Wenn nicht, dann ist sie jetzt weg. Zelt ist völlig egal, was für einen Schlafsack man da drin verwendet. Es ist natürlich maßlos übertrieben, da jetzt einen wasserdichten Schlafsack im Zelt zu verwenden. Oder einen fast wasserdichten Schlafsack zumindest. Kann man aber machen. Man spricht im Grunde nichts dagegen, abgesehen davon, dass es unnötiges Gewicht ist, was man durch die Gegend schleift. Das ist auch schon der einzige Grund. Ja, also völlig Wurst, was für ein Schlafsack im Zelt. Im Zelt ist man ja geschützt. Deshalb sind Zelte auch das ideale, die ideale Umwelt für einen vergleichsweise empfindlichen Daunenschlafsack. Vergleichsweise empfindlich, die modernen Daunenschlafsäcke sind längst nicht mehr so fragil, wie die es früher mal gewesen sein mögen, die Daunenschlafsäcke. Aber trotzdem, wer auf Nummer sicher gehen möchte, verwendet einen Daunenschlafsack im Idealfall im Zelt. Im Idealfall, ja? Und nur für die Leute mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis. Nochmal. Hängematte, da mag man vielleicht eher einen Kunstfaserschlafsack nehmen, weil einem halt bei Wind schon der eine oder andere Tropfen Regen eventuell unters Tarp geweht werden könnte, eventuell in die Hängematte oder an die Hängematte, je nachdem aus welchem Material die ist, ist die gegebenenfalls nicht besonders wasserfest, dran geweht werden könnte und dann wird aus gegebenenfalls der Schlafsack ein bisschen nass. So, und ein Kunstfaser ist in der Hinsicht halt nun mal weniger empfindlich als ein Daunen, das ist in jedem Fall so, auch wenn der Unterschied heute nicht mehr ganz so gravierend ist. Wenn es ein noch zusätzlich wasserabweisender Kunstfaserschlafsack ist, umso besser. In jedem Fall allerdings, auch wenn man mit einem Daunenschlafsack in der Hängematte liegt, mag man bestimmt einen haben, der winddicht ist. Das ist bei fast jedem Schlafsack der Fall. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen. Da hat man vor, häufiger in der Hängematte zu schlafen. Winddichter Schlafsack, sehr hilfreich. Sehr. Wasserdichtigkeit gegebenenfalls auch schön. Kunstfaser gegebenenfalls auch schön. Muss aber nicht. Gleiches gilt im Grunde 1:1 unterm Tarp. Auch da will man wahrscheinlich einen winddichten Schlafsack haben. Kein Tarpaufbau ist 100% winddicht, habe ich jedenfalls noch nie einen gesehen. Ein bisschen zieht es immer unter der Folie durch, sodass man eine geringfügige Luftbewegung hat. Ist es sehr kalt, spielt diese geringfügige Luftbewegung auch eine geringfügige Rolle. Diese geringfügige Rolle kann zwischen einer kalten Nacht und einer nicht kalten Nacht, einer schönen gemütlichen warmen Nacht sogar, durchaus unterscheiden. Und deswegen winddichter Schlafsack sehr empfehlenswert. Vielleicht nicht ganz so wichtig wie in der Isomatte, wie in der Hängematte, weil man da ja doch von allen Seiten im Wind hängt, inklusive von unten. Aber ist schon ein Thema. Ist schon ein Thema und auch unterm Tarp mag man vielleicht, gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat mit dem ganzen Outdoor-Zeug, eher einen Kunstfaserschlafsack als einen Daunenschlafsack verwenden. Mag ein bisschen von finanziellen Gründen, dass man lieber einen Kunstfaserschlafsack verwenden mag, weil die halt nur einen Bruchteil vom Daunenschlafsack kosten. Ja, da wir gerade beim Thema Preis sind. Was kosten Zelt? Ja, einfaches Ding aus China, bist du dabei, ab 70 Euro. Taugt das was? Ich würde behaupten, nee. Mag sein, dass es hin und wieder mal einzelne Leute gibt, die Glück haben und ein sehr gut fabriziertes 70 Euro Zelt bekommen und damit wirklich draußen unterwegs sind und zufrieden sind. Das mag sein, garantieren kann das keiner. Riskieren würde ich es auch nicht und ich hätte Schwierigkeiten, mit so einem billigen Zelt in der Gegend unterwegs zu sein. Da würde ich mir einfach Sorgen machen, wie lange mag das halten. Ja? Ich persönlich. Aber gibt's ab 70 Euro etwa. Halbwegs brauchbar. Gibt noch billigere, aber die sind dann wirklich Schrott. Kann 1.000 kosten, kann 1.500 kosten, wenn man das dann meint zu brauchen, falls man gerne am Basecamp von Mount Everest eine Weile aushalten möchte. Nicht eins der dort sowieso schon rumstehenden Zelte verwenden will. So. Ultraleichtzelte in Deutschland, ja auch so ungefähr ein Tausender, kannst du rechnen. Aufgrund von Steuern, Zoll und so weiter. Also, arschteuer. Insbesondere im Vergleich zu Hängematte. Eine Ticket to the Moon zum Beispiel, das ist eine recht beliebte Marke, die man ganz oft empfohlen bekommt, wenn man sich zu dem Thema ein bisschen umguckt. Kosten Einsteiger-Basismodelle und ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, weshalb man was anderes brauchen sollte.
wer mir das erklären mag, nochmal der Hinweis auf die Kommentare, kosten 45 Euro zum Beispiel beim großen bösen Versandhaus mit dem A im Titel, mit den unglaublich guten Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter und so weiter und so fort, bei dem ich trotzdem hin und wieder was kaufe, weil es einfach unglaublich praktisch ist und deswegen ist es auch das große böse, böse Versandhaus, weil ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen habe, aber ja, jedenfalls, da kann man, ja. Wo die Kollegen übrigens gerne Affiliate-Links zu setzen. Ne? Winkt mit dem Zaunpfahl, mit dem bösartigen Zaunpfahl, dem fiesen. Ne? Nein, ist in Ordnung, jedem das Seine. Ja, völlig okay. Leben und leben lassen. Tab, ja, gibt's das China-Modell für nix. Für wirklich gar nichts, gar kein Geld. 15 Euro Tabs. Erfüllen den Zweck, dass sie einen nachts trocken und halbwegs windgeschützt und sicher halten, genauso wie ein 100-Euro-Tab, würde ich mal behaupten wollen. Kann sein, dass das 100-Euro-Tab auch nach 10 Jahren noch hält. Kann sein, dass es das 15-Euro-Tab dann in dem Fall irgendwann nicht mehr tut. Tabs kann man auch wunderbar selber nähen, dazu braucht man nicht allzu viel nähtechnische Fähigkeiten. Eine Nähmaschine wäre allerdings hilfreich. Und dann kommt man auch für ein sehr leichtes, sehr tolles, individuell so zusammengestückelt, wie man es haben möchte, Tab. Was habe ich gezahlt? Circa 70 Euro ungefähr. Materialwert allein. Plus noch ein bisschen Strom für die Verarbeitung und so weiter, kann man ungefähr 70 Euro sagen. Halte ich auch für sehr günstig, in Anbetracht dessen, dass gerade so ein selbstgemachtes, wenn man da viel Arbeit und Mühe und ein bisschen textile Verarbeitungserfahrung reingesteckt hat, dann hebt das auch sehr, sehr lange. Und gerade das Tab habe ich ja nicht selber gemacht, sondern Frau und deshalb würde ich schon sagen, dass es sehr lange hält. Wenn ich es gemacht hätte, wäre das nochmal ein anderes Thema. Ja, das war also die Preisgeschichte. Höchstpreise habe ich bei Tab vergessen. Mehr als 100 Euro kosten die Dinger nicht. Außer man will dann wirklich jetzt das Hilleberg-Tab haben. Ich weiß nicht, warum man das haben möchten sollte. Es ist sicher toll, gar keine Frage. Das Ding kostet dann tatsächlich 200 Euro aufwärts. Ist auch sehr leicht und sehr schön, wird wahrscheinlich lange halten. Aber nur mal so als potenziell möglichst teuerstes Tab, was man so kaufen kann. Hängematte, ich weiß es nicht, aber die sehen alle so aus, als wären die nicht besonders teuer, ehrlich gesagt. Das war's. Ich bedanke mich fürs Zuhören, vor allen Dingen zu sehen, gab es ja nicht viel und vielleicht hat es euch ein bisschen interessiert und wenn es euch nicht interessiert hat, dann habt ihr jetzt wie immer jede Menge Zeit in den Sand gesetzt und gerade wenn euch das mehrfach passiert bei meinen Videos, solltet ihr ernsthaft über euer Leben nachdenken. Herzlichen Dank in diesem Fall für den Daumen runter. Und ich bin raus, wünsche allen anderen einen schönen Abend oder je nachdem, was halt gerade ist bei euch. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Nochmal vielen herzlichen Dank. Tschüss.